Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem Tauschvideo. Und zwar hat die liebe Tanja sich gemeldet auf meinen Tauschaufruf für meinen selbstgebastelten Alben und hat mich gefragt, ob wir tauschen. Habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und Tanja ist beziehungsweise Tanja hat auch bei mir in meinem Davanda-Shop eingekauft und ich schaue immer nach, wer bei mir einkauft und gucke halt, ob die auch einen Davanda-Shop haben. Und sie hat auch einen. Der heißt Filzelinchen, glaube ich. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Und die macht richtig schöne Sachen. Also aus Filz, also gefilzte Tiere und so. Schaut da auf jeden Fall unbedingt mal dran vorbei. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Es lohnt sich wirklich. Sie macht wunderschöne Sachen. Und ja, sie hat mir das Päckchen geschickt. Ein Päckchen ist gut. Ich bin ja geflasht. Sagen wir mal so. Ich habe schon lange keinen Tausch mehr gemacht und freue mich natürlich auch. Und das Video geht generell nur an sie. Also wer es nicht schauen will, einfach abschalten. Der Karton steht hinter mir. Und ich greife da jetzt einfach mal rein und hole mir ein paar Teile raus. Und ich habe jetzt noch keine Post gefunden. Und ja, fangen wir mal an. Ich habe hier eins und das ist so einen schönen Paris. Also mit Eiffelturm, Papier und so. Und da steht drauf ein bisschen Holz. Und ja, falls ich noch die Post finde, seht ihr das hier dann. Ornamente aus Holz. Schaut mal. Das nicht. Die sind ja mal cool. Die habe ich noch gar nicht. Sind das zwei verschiedene? Das sind zweimal die gleichen. Ich lege mal eins auf die Seite. Wow, richtig toll. Gefällt mir. Ab und an arbeite ich auch gern mit so Ornamenten in Alben, aber wie ich das auch schon in dem Video gesagt habe, wenn ich sie verschenke oder halt weitertauschen möchte, dann tue ich sie nicht verzieren. Wenn es jetzt ein Album ist, was für mich ist, dann verziere ich das natürlich. Und ich finde die richtig, richtig schön. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch eine Mischtüte. Das sind so Bänder drin. Zwei Stück. Entschuldigung, da hat gerade das Telefon geklingelt. Und zwar einmal so zwei so Bänder und ganz viele Holzteile. Einmal hier so eine wunderschöne Schneeflocke. Und das Telefon klingelt schon wieder. Einen Moment. So, weiter geht's. Und da sind ganz viele Holzteile drin. Hier so Knöpfe und Buchstaben. Und hier sind noch so Glitzersteinchen drin. Richtig cool. Klebepads, nochmal eine Dings, Schneeflocke, ein Hut, eine Sonnenbrille, Knöpfe, ja. Richtig, richtig cool. Dankeschön. So. Das Ganze wieder zu, dass ja nichts abfallen kann. So, dann haben wir hier zum Dekorieren in einem so richtig schönen Geschenkpapier und ist schon aufgegangen.
kannst es einmal hier raus. Und dann sind hier einmal so ganz süße Sticky Notes. Nee, nicht Sticky Notes, Notizbücher sind das. Richtig süß. Ja, die kann man. Ich habe immer gerne hier so Zettel, wenn ich Alben bastel oder so, dass ich schnell was aufschreiben kann. Und ja, die werden hier an meinen Schreibtisch kommen und zum Einsatz. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier Sticky Notes. Sticky Notes gehen immer. Ich schreibe immer gerne so einen Dankeszettel, für wenn jemand bei mir was im Shop gekauft hat. Und da passen die richtig gut. Dankeschön. Und dann haben wir hier ein 3D in Cut Magic Stanzblock. Richtig cool. Muss ich mich auch mal, da könnte man jetzt auch schöne Karten mit basteln. Ich habe ja schon erzählt, dass ich nicht so der Kartenbastler bin, aber da könnte man es ja mal mit probieren. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann so ein nochmal für Weihnachten. Der wäre optimal dann jetzt für dieses Jahr Weihnachten. Ich meine, Weihnachten kommt ja immer wieder. Finde ich richtig, richtig toll. Dankeschön. Die Motive sind ja auch süß. Schaut mal. Richtig toll. Dankeschön. Ich lege das noch hier so ein bisschen an die Seite. Dann haben wir hier. Hoffe, sie sind nach deinem Geschmack. Also es fühlt sich an wie Papier und hier sehe ich auch schon einen ganz tollen Block. Da habe ich schon reinlunzen können. Und zwar einmal hier meinen absoluten Lieblingsblock. Und den kennt ihr ja auch alle schon. Und umso mehr ich von denen habe, umso besser. Und den kennt ihr ja auch. Allein das hat schon gereicht. Ich freue mich natürlich riesig. Ich finde dieses Bild so, dieses Blatt so traumhaft schön. Einmal diesen hier und dann diesen. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Der gefällt mir auch. Ist auch so meins. Finde ich auch richtig, richtig toll. Kann man auch schön ein Album mit basteln. Ja, der gefällt mir auch richtig cool. Ja, den kenne ich noch gar nicht. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch einen Weihnachtsblock. Aber wie gesagt, Weihnachten kommt alle Jahre. Und auch der ist wunderschön. Richtig, richtig toll. Vielen lieben Dank, liebe Tanja. Und das war's noch nicht. Also ich muss wieder nach hinten halten und mir ein paar Päckchen rausholen. Und dann hat sie hier geschrieben, auch dieses Papier ist ja auch wunderschön. Also wunderschön. Wunderschön schon, aber total süß. Und da ist auch Schnitzel drauf. Das ist der einzige, den ich von den ganzen kenne. Den finde ich ja richtig toll. Oh, cool, Blümchen. Und das sind hier diese Paper Flowers vom Action. Richtig cool. Dankeschön. Ich hatte die mir auch mal gekauft, aber ich weiß nicht, wo ich sie hin habe. Cool, Dankeschön. Dann haben wir hier einmal was Selbstgemachtes, lege ich auf die Seite. Dann haben wir hier, hoffe, du kannst sie gebrauchen und hast noch nicht alle. Ich weiß nicht. Hm.
bin ich mal gespannt, was ich denn noch nicht habe. Ah, Sticker. Ich liebe Sticker. Alles drauf. Und zwar haben wir hier einmal diese hier. Die sind ja auch schön. Die Texte gefallen mir gut und die Rosen hier. Dankeschön. Und hier sind das Osterglöckchen, bestimmt. Und die kann man hier auch gut für Alben zum Beispiel benutzen. Und dann haben wir hier noch eins mit Kätzchen und Hasen. Ich liebe ihr Hasen, meiner ist hier leider gestorben. Ja. Und der ist auch wunderschön. Richtig cool. Dankeschön. Ich komme zu meinen 3D-Stickern. Da bin ich auch ein kleiner Fan von. Oh, wow. Die habe ich noch gar nicht. Die sind ja mal süß. Die werde ich auf jeden Fall eingießen. Ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen. Ich lege das mal hier so auf die Seite. Ich habe jetzt nichts. Moment. Die sind ja mal mega süß. Davon werde ich auf jeden Fall Harzanhänger machen. Die sind ja mal süß von Hobbyfun. Ja, sowas gibt es bei uns. So ein Geschäft gibt es leider bei uns nicht. Dankeschön. Dann haben wir noch Weihnachtssticker. Und die habe ich auch, aber das macht ja nichts. Weihnachtssticker gehen ja eh immer. Und einmal hier, das sind einmal so Papiersticker von beiden Seiten. Die kann man jetzt zum Beispiel auch für Karten oder so benutzen. Und die könnte man eingießen. Habe ich aber auch noch nicht probiert. Müsste man mal machen. Und die kann man ja auch eingießen, die Puffy-Sticker, wenn man das Innenleben hinten raus macht. So. Ach, süß. Guckt mal. Ich liebe ja Hasen. Hasen und Meerschweinchen. Oh, ich hab dich lieb. Wie süß. Dankeschön. Gehen ja auch immer. Also Sticker generell gehen ja immer. Dann hier so Früchte. Die sind ja auch mal mega. Richtig cool. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch Weihnachtssticker. Wie gesagt, Weihnachtssticker gehen eh immer. Wenn man mal Weihnachtspost oder so macht, kann man die auch auf die Päckchen kleben. Dankeschön. Und dann haben wir hier Otti Elefanten. Wer kennt noch Otto? Ich kenne ihn auf jeden Fall hier. Otto. Otto Walkes. Richtig süß. Dankeschön. Dann haben wir hier noch, kenne ich die auch? Nein, ich dachte, das sind vielleicht so. Ja, aber auch richtig total süße Sticker. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier noch Häschen-Sticker. Die sind ja auch mal putzig. Also die werde ich dann jedenfalls nächstes Jahr zu Ostern verwenden. Kommen alle in meine meine Geschenke, in meine Sticker-Schublade. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch welche. So schwarze. Die sind auch ein bisschen fester. Das sind so 3D-Sticker. Steht gar nicht drauf. Die sind vom Kick. Mein Kick hat sowas nicht. Finde ich auf jeden Fall cool. Schwarz und Gold, das passt ja immer gut zusammen. Obwohl ich kein Gold-Fan bin, finde ich die richtig schön. Dankeschön. Dann haben wir hier diese rosanen Blümchen, also Rosen. Die finde ich auch mega. Ich habe die in Weiß. Und in Rosa noch nicht. Also passt perfekt. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier einmal dieses Sticker-Set. Das sind einmal so Papiersticker, Glitzersticker, nochmal Pit. Papiersticker, das ist normal und da ist noch so ein Silberrand außenrum. Das sind so Schmetterlinge. Richtig cool, Dankeschön. Und dann hier noch einmal dasselbe, nur mit Kosmetikartikeln, mit Koffer, Spiegel, Schuhen, Handtaschen. Finde ich auch richtig cool. Dankeschön für die coolen Sticker. Dann greifen wir wieder mal nach unten. Uiuiui.
Ui, das sind Blöcke. Das sind große Blöcke. Ich muss mal kurz das hier oben hinlegen. Und dann machen wir erstmal das hier auf. Oh la la, Paris. Und oh, das ist so schön, das Papier. Wo gibt es denn sowas? Also bei uns gibt es das nicht. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Weil sonst sieht er kalt. Richtig, richtig cool. Ich würde sie am liebsten aufheben, aber ja. Ich kann nicht alles aufheben. Auch wenn ich es gerne wollte. Oh nein! Da haben wir einmal diese coole Tasche. Die gab es mal im Teddy, ja, genau. Und ich habe mir die auch unbedingt kaufen wollen und die gab es nie. Ich hatte viele solche Taschen mit Paris. Und ich finde die mega schön. Das ist hier mit so Druckknopf. Das ist so wie Leder. Cool, danke schön. Ich habe, ich glaube, hier. Nee. Nee, die habe ich nicht mehr hier. Ah doch, hier. Ja. Habe ich hier auch eine so. Und ich finde die mega. Die werde ich jetzt auch gleich zu der dazulegen. Dann geht sie mir nicht verloren. Die ist richtig, richtig cool. Dankeschön. Och Mann. Und dann haben wir hier einmal dieses Büchlein. Das ist ja auch mal mega. Aber das Lustige ist, davon gibt es noch eine andere Version und die habe ich. Jetzt habe ich beide. Die ist ja so, da ist sie mit so Schriften. Die, wo ich schon habe. Ich liebe Notizbücher. Mal gucken. Alleine das hätte schon wirklich gereicht. Und ist mit auch mit liniert. Ja, da ist so ein auch ein Eiffelturm drauf. Mega. Richtig klasse. Dankeschön. Und ich habe die das andere Zeit lange nur auf meinem Regal stehen gehabt, da denke ich mir, das ist doch bescheuert. Du kannst es doch benutzen. Ich meine, wenn das leer ist, machst du da dir ein eigenes Album draus. Richtig cool. Dankeschön. Und dann über das freue ich mich wirklich, weil ich habe das schon. Aber ich benutze es zu gern, um in Post was zu schreiben, weil ich möchte so, dass das so mein kleines Markenzeichen wird. Und ich liebe das. Und jetzt bin ich froh, dass ich es auf Reserve habe. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß, ich bin bescheuert, aber. Und die Sticker gehen ja auch immer. Und das sind welche, die habe ich noch nicht. Ich habe viel Paris-Sticker, aber die habe ich noch nicht, das weiß ich. Oh, komm in meine Sammlung. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist echt verrückt. Die Blöcke machen wir dann zum Schluss. Ich hole mal hier alles raus, was noch drin ist. Aber Post habe ich leider keine gefunden. Nein. Und zwar haben wir hier Verbastel uns. Ui. Bin ich ja mal gespannt. Oh, ich habe schon lange keine Tauschpost mehr ausgepackt. Wow, wie cool. Die sind ja mal toll. Die gefallen mir. Die sind richtig toll. Das sind so Schmetterlinge in einmal in weiß und einmal in so einem schönen Türkisblau. Und die könnte man jetzt auch gut für ein Album benutzen. Richtig cool. Dankeschön. Ah, ich bin echt überwältigt. Und dann einmal hier ist so Stoffband. Und das ist auch immer cool. Schwarz geht immer. Ich mag schwarz total gerne. Dann steht hier zum Anschauen oder Benutzen. Ich vermute, das ist ein Radiergummi. Und den werde ich diesmal auf jeden Fall
verwenden, weil ich habe den schon zweimal, also den Eiffelturm. Und ja, oder ich hänge ihn mir hier auch hin. Ja, ihr müsst echt bedenken, ich bin bekloppt, aber das sind wir Bastler nun mal alle. Ich denke mal, den werde ich wieder mir hier auch dazustellen und die zwei werde ich benutzen. Aber vielen, vielen lieben Dank. Finde ich richtig, richtig cool. Auch wenn ich es doppelt und dreifach habe, ich freue mich immer. Ja, ich habe jetzt hier noch vier Pakete. Dann nehme ich hier dieses hier. Und da steht drauf, dies und das. Das ist schön. Ich habe Angst, das aufzumachen. Da ist eine Box drin. Oh, ich liebe Boxen. Vor allem, wenn das so Mischboxen sind. Cool. Und yay! Da haben wir ganz viel so Glitzersteinchen. Hier haben wir auch Glitzersteinchen und Pailletten. Hier sind so Buchstabenperlen. Die sind ja mal cool, die habe ich noch nicht. Hier haben wir so goldene und silberne Verschlüsse für Ketten oder so. Hier haben wir Karabinerhaken, verschiedene. Da haben sich überall diese Streudeko verteilt. Da haben wir einmal, die benutze ich auch sehr gerne, diese Karabinerhaken. Da kommt es hier so nach in Orange. Dann hier so ein kleinen, dann Schlüsselring und hier drei von denen. Finde ich richtig cool. Hier haben wir Perlen. Hier haben wir so Charms. Totenköpfe. Cool. Hier haben wir noch auch Pailletten drin. Hier haben wir so Herzcharms und sind das Blümchen. Richtig cool. Dankeschön. Und hier, wie gesagt, überall liegt hier dieses diese Konfetti rum. Hier haben wir ganz viele Kuchenstücke. Also als wie heißen die? Flatbacks, Cabochons, keine Ahnung. Das sind auch jeweils alle verschieden, kommen in meine Sammlung. Ich habe ja meine ganze Sammlung auch verkauft, aber jetzt kommen die halt wieder dazu. Ich habe mir ja schon ein paar ge wieder gekauft und die kommen dann hier dazu. Und dann haben wir hier auch noch so ganz tolle Blümchen. Die finde ich auch richtig cool. Schaut mal, ein ganz toller Mix. Die Perlen sind ja auch toll. Hier guckt mal. Und hier diese kleinen Rokallperlen. Die kann man auch ganz toll zum Eingießen benutzen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Tanja. Und die Box ist ja auch mal der Hammer. Die kann man auch immer gebrauchen. So. Dann machen wir mal weiter. Ich will auch nicht, dass allzu lang das Video geht, aber gut, ich nehme mir da Zeit und hetze mich da auch nicht. Da haben wir hier so eine Box bestimmt. Und da steht drauf für die vielen Geheimnisse. Ich habe eigentlich gar keine Geheimnisse, aber man weiß ja nie. Hier ist schon offen. Und eine. Oh, die ist toll. Die kommt auf meinen Schreibtisch. Auch wenn ich hier keinen Platz mehr habe, aber die kommt hier hin. Schaut mal. Oh, und da ist noch mehr drinne. Du bist verrückt. Haben wir einmal Washi-Tape. Kommt auch in meine Sammlung. Habe ich noch nicht. Dann haben wir hier Washi-Tape. Das ist ja auch toll. Habe ich auch noch nicht. Ich habe viel Washi-Tape, aber die habe ich noch nicht. Und einmal dieses. Richtig cool. Dankeschön, habe ich leider. Habe ich leider auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Und dann haben wir hier einmal Streudeko und zwar einmal so Sternchen in Gold. Da muss ich mal gucken, was ich mitmache. Aber die Weizen hier sind.
wirklich schön. Finde ich richtig, richtig toll. Dankeschön. Und dann haben wir noch zwei so Tütchen drin. Die habe ich schon, muss ich dazu sagen. Aber ich finde sie trotzdem traumhaft schön. Mal gucken, ob ich mir davon irgendwas bastel. Oder ob ich mir sie einfach nur aufbewahre. Richtig cool. Dankeschön. Machen wir alles mal wieder hier rein, sonst habe ich keinen Platz mehr. Aber die Box ist mega. Und dann haben wir hier noch ein großes Rundes. Und da steht drauf, kann man nie genug haben. Okay. Auch eine Box. Ja, von Boxen kann man nie genug haben, das stimmt. Oh, die ist hier so, die ist hier leider ein bisschen eingedrückt. Aber das macht nichts. Die drücke ich nachher wieder glatt. Aber der Karton war nicht beschädigt oder so. Naja. Und da ist auch noch was drin. Das ist ja mal eine coole Box. Guck mal den Deckel an. Oh, Silikonform. Wie cool ist das denn? Und zwar einmal diese und einmal eine runde. Also die habe ich auf keinen Fall und die habe ich auch auf keinen Fall. Und die runde habe ich, aber die habe ich glaube ich auch nicht. Aber das ist egal. Silikonformen gehen immer. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier so ganz tolles, wie heißt denn das? Seiten? Nee, nicht Seiten. So. Oh, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber das fühlt sich richtig cool an. Könnte man jetzt auch zum Albenbasteln nehmen. Und dann haben wir hier, ui, ein ganz großer Mix. Das lasse ich aber auch zu mit Perlen, da ist ein Cabochon. Charms. Da muss ich mich mal dran setzen und das sortieren. Richtig cool. Dankeschön. Da fallen überall schon die kleinen Perlen raus. Und dann haben wir hier noch einen Stempel. Das ist. Quality Original Handmade 2.0. Bei, da müsste ich jetzt meinen Namen hinschreiben. Bei Depot. Depot, haben wir Depot? Nein, hatten wir mal. Aber auch richtig cool. Kommt zu meiner Stempelsammlung. Und ja, gucken wir mal, ob wir die wieder gerade kriegen. Ja. Jetzt ist sie nicht mehr so verbeult. Finde ich richtig, richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist echt verrückt. Ja, dann haben wir hier noch was Großes und was Selbstgemachtes. Und das sind ja Blöcke für neue, schöne Dinge. Ich sehe schon was. Ich glaube, ich tapeziere. Mir mit den Papieren immer hier mit dem mein mit dem Paris-Papier bald mein Zimmer. Aber der ist ja wunderschön, den kenne ich gar nicht, oder? Nein, den kenne ich nicht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so viele große Blöcke, aber die neuen Action-Blöcke habe ich nicht, das weiß ich. Aber der ist wunderschön. Hier, schaut. Richtig toll. Und das ist auch ein tolles Papier. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch so ein. Das muss auch einer der neuesten sein, weil den habe ich nicht. Den kenne ich nicht.
Das ist so wie 80er-Jahre-Stil, so oder 70er-Jahre, wo das so diese Hetero-Farben. Richtig cool. Da werde ich vielleicht auch ein Album draus machen. Ich finde, aus den großen Blöcken kann man schön große Alben basteln. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ach, ich weiß gar nicht, mit was ich das verdient habe. Ach, du bist echt toll. Dankeschön. Und jetzt haben wir noch was Selbstgemachtes. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Und ja, gucken wir aber mal rein. Ich hoffe, du freust dich auch. Ich habe dir natürlich auch noch was mit, was Kleines Selbstgemachtes mit reingepackt. Oh. Schaut mal. Die werde ich mir auf jeden Fall hier in mein Zimmer hängen. Das ist aus Fimo, oder? Ja. Finde ich richtig toll. Gefällt mir. Also mich kann man mit vielen kleinen Dingen glücklich machen. Und den hier nochmal in grün. Also die hänge ich mir auf jeden Fall, ich glaube hier an die Wand hier bei mir oder hier an meine Pingwand. Mal schauen. Oder ich lasse hier von meinem Ding runterbaumeln. Mal gucken. Richtig toll. Liebe Tanja, das hast du echt toll gemacht. Ich freue mich wirklich, auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt. Ich bin etwas müde und K.O. und aber ich freue mich wirklich über alles und ich hoffe, du freust dich auch über mein Päckchen. Ja, schaut auf jeden Fall bei ihr auf ihrem Davanda-Shop vorbei und kauft fleißig bei ihr, denn sie macht wirklich tolle Sachen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!